Die Zwickauer Energieversorgung hat im Bürgersaal des Rathauses ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Am 1. September 1991 hat die Geschichte des Unternehmens mit der Übernahme der Wärmeversorgung der Stadt begonnen. Die danach folgenden 25 Jahre waren geprägt von vielen Veränderungen und Erweiterungen. Mit der Wärmeversorgung ging es los. Wenig später kam die Gasversorgung hinzu und schließlich noch die Elektrizität. Damit waren die drei Geschäftsfelder, wie sie heute bestehen, komplett. Strom, Erdgas, Wärme. Könnte man nochmal in der Zeit zurückreisen, man würde staunen, wie sich die Energiebranche verändert hat. Es hat sich komplett alles geändert im Energiegeschäft. Wir haben vor 25 Jahren noch keinen Wettbewerb gekannt. Seit vielen Jahren haben wir Wettbewerb. Das heißt, es steht in der Energiewelt kein Stein mehr auf dem anderen. Wo die Reise in den nächsten 25 Jahren hinführen wird, kann heute keiner sagen. Aber ein guter Unternehmer wird sich immer auf den Markt einstellen, um auch weiterhin erfolgreich zu sein. Ja, ich hoffe, dass unsere Reise positiv weitergeht, so wie in den letzten Jahren auch. Wo sie genau hingeht, bestimmt auch viel die Politik, also Bundespolitik, Energiepolitik, natürlich der Markt, der um uns wirkt. Aber ich denke, die ZEV ist stark genug, um auch für die vielen nächsten Jahre gerüstet zu sein. In der heutigen ZEV-Geschäftsführung ist Volker Schneider der Mann, der am längsten mit dabei ist. Das sind mittlerweile 24 Jahre. Als junger Mann kam er aus Kaiserslautern nach Zwickau. Doch heute ist er, bis auf seine Sprache, ein waschechter Sachse. Ja, ich kam damals mit zwei kleinen Kindern, Frau und zwei kleinen Kindern, habe heute einen sächsischen Schwiegersohn, eine sächsische Schwiegertochter, drei sächsische Enkelkinder. Ich denke, Zwickau ist klar, es wird es auch bleiben. Wir haben vor 5 Jahren noch mal neu gebaut. Und wenn ich wegginge, ging ich alleine. Meine Frau und meine Kinder und Enkel wären sicherlich nicht bereit mitzugehen. Zur Festveranstaltung war auch ein Mann dabei, der viele Jahre der Geschäftsführerkollege von Volker Schneider war, Günther Spielvogel. Er ist vor etwa 3 Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden. Als er die Einladung zum Festakt bekam, konnte er es gar nicht so recht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Als allererste Wort, dass ich gesagt habe, ups, 25 Jahre vorbei, es war mir nicht bewusst. Obwohl ich ja von erster Stunde da war und wir hatten ja 1998, ich glaube, die Eintragung im Handelsregister gehabt, irgendwann im August, Wirksamkeit zum 1.9.98. Das war das Datum, an dem aus der Elektrizitäts- und Fernwärmeversorgung GmbH und der Erdgas Zwickau GmbH die heutige ZEV hervorging. Und nun, zum 1. September 2016, wurde ein weiterer wichtiger Schritt vollzogen. Der technische Geschäftsführer André Henschel, der seit etwa 3 Jahren im Unternehmen ist, kündigte ihn in seiner Ansprache an. Und im Anschluss ging es an die Unterzeichnung. Beim Betrieb des Heizkraftwerkes Süd sind nun die ZEV und die NVAM Geschäftspartner, wobei das Zwickauer Unternehmen mit 60% beteiligt ist. Damit ist der Weg frei für weitere erfolgreiche Jahre der Zwickauer Energieversorgung.